Willkommen zurück bei Luigi's Mansion 3. Wir sind auf der Suche nach Professor Igits Koffer und der hauste ebenfalls auf der 5. Etage. Wie wir und die Toads. Nur sein Zimmer. Das haben wir nie gesehen. Okay, das der Toads auch nicht. Wir sind generell jetzt zum ersten Mal hier in diesem rechten Bereich der Etage und schauen mal in Zimmer 504 hinein. Luigi zittert ein bisschen, ich verstehe das. Weil die Zimmer sind immer sehr gruselig eingerichtet, das war auch schon im Intro so. Oh, aber hier können wir endlich mal wieder das Bad erkunden. Das ging bei Mario und Peach ja nicht. Warum bitteschön ist da so ein riesen Gulli? In welchem Hotelzimmer gibt es bitteschön einen riesen Gulli im Bad? Vielleicht in billigen 1-2-Sternen-Hotels, wo häufiger mal ein Wasserschaden vorhanden ist, ja? Da kann ich das verstehen, weil sich die Hotelbetreiber dann einfach denken, boah, wenn es überläuft, dann haben wir da wenigstens einen Gulli und das sickert dann runter in den Keller, ja? Dann wird wenigstens nicht das ganze Zimmer geflutet. Aber ich dachte, ich wäre hier in einem 6-Sterne-Hotel. Passend dazu eine Spinne, man kennt's. Wo kann ich mich beschweren? Ich möchte den Hotelmanager sprechen und zwar sofort. Das kann ja wohl nicht angehen hier. WTF? Wir haben ja schon so einiges aus den Klos gespült, aber eine Gummiente? Geld aus dem Wasserhahn ist mir da schon lieber. Genial. Okay, was hat das Zimmer sonst noch so zu bieten? Und ist das jetzt das von Professor Igitt oder nicht? Muss aber sagen, es sieht nicht danach aus. Ich glaube, das ist das Zimmer von einem Toad, oder? Weil beim Professor hätte ich etwas mehr technische Geräte erwartet. Naja, ich guck mir gleich mal die Taschen an. Erstmal den Schrank. Jede Menge Staub. Entschuldigung, Luigi, wusste ich nicht. Was haben wir denn unter der Bettdecke? Okay, ich habe mir jetzt ein paar Heftchen erhofft. Dann könnte ich die Atmosphäre auch etwas auflockern. Aber hast recht, Luigi, für sowas ist jetzt keine Zeit. Tut mir leid. Gut, die Koffer kann man wohl doch nicht öffnen. Ich dachte, ich könnte sie untersuchen, aber das ist nicht möglich. Wobei, warte. Oh, geht das? Geht das? Als ob. Tatsächlich. Okay, ich glaube, ich muss etwas effektiver mit dem Pömpel arbeiten, seitdem wir den haben. Ah, da geht's nicht. Aber immerhin bei dem anderen. Alles klar. Den haben wir ja in der letzten Folge bekommen. Und der Einsatz scheint sich zu lohnen, Leute. Hier und da kann man tatsächlich noch ein bisschen was mit anstellen. Aber im Großen und Ganzen ist es ein, ja, recht irrelevantes Zimmer gewesen. Schade. Und wie zur Hölle komme ich jetzt da raus? Wir haben da einen Edelstein im Maul der Statue gesehen, aber keine Möglichkeit, auf den Balkon zu kommen. Zimmer 505 bis 508. Okay, arbeiten wir uns einfach der Reihe nach durch. Das ist Zimmer 505. Ziemlicher Saustall. Da hat sich jemand ordentlich Frühstück gegönnt. Oder Mitternachtssnack, ich weiß nicht. Geh mal davon aus, dass das Hotel 24-Stunden-Service hat. Habe ich aber auch noch nie in Anspruch genommen. Weil ich mir einfach nur denke, Bruder, warum? In den meisten Hotels gibt es sowieso immer etwas zu essen. Ja, ob es Frühstücksbuffet ist oder Lunch, Abendessen, Buffet à la carte. Also man muss schon wirklich viel falsch machen, wenn man die offiziellen Zeiten verpasst. Meiner Meinung nach. Wow, eine goldene Maus! Wo kommt die auf einmal her? Habe ich die dadurch getriggert? Okay, so viel hat sie jetzt aber gar nicht erscheinen lassen. Mann, und Professor, hier geht halt die Klappe. Ich bin doch schon dabei zu suchen. Der Typ nervt mich mittlerweile. Was war das denn gerade? Waren das Pizzastücke im Bett? Das könnte das Zimmer meines früheren Ichs sein.
Geil. Was ist das eigentlich für ein Wagen? Ach, ich glaube, das ist der Wagen, womit das Zeugs reingefahren wird von den Pagen, ne? Hauen wir einfach mal aufs Bett drauf. Geht nicht auf? Oh, damn. Ich glaube, ich hätte das dagegen schleudern müssen. Kann ich es trotzdem mit dem Pömpel vielleicht aufmachen? Alles klar. Oh, das ist ein begehbarer Kleiderschrank. Okay, das ist heftig. Und hier richtig teure Bonzen-Outfits. Die sorgen wir gleich mal ein für später, für zu Hause dann, ja? Können wir unseren Kleiderschrank ein bisschen aufpeppen. Alles dabei, Louis, Gucci. Beste. Und passend ein Gemälde mit Münzen. Damit man sich so richtig reich fühlt. Ja, begehbare Kleiderschränke sind schon ziemlich geil. Deswegen habe ich mir auch einen anfertigen lassen. Aber kostspielig. Kostspielig. Ja, muss man schon eine Weile abbezahlen. Kann man hier jetzt noch rüber ins andere Zimmer? Ach nee, das ist das Bad. Okay, das liegt hier halt jetzt auf der rechten Seite. Macht Sinn. Auch ziemlich verwüstet. Macht total Spaß, die einzelnen Räume zu erkunden. Ich liebe es. Und natürlich alles kaputt zu machen. So. Auch hier betätigen wir den Wasserhahn. Gibt erneut ein paar Münzen. Schauen ins Klo. Eine Maus. Was haben wir denn da? Geldscheine und Münzen in Klopapier. Man kennt's. Anstatt mit Papier einfach mal mit Geldscheinen den Arsch abwischen. Ja, wenn du so richtig reich bist, dann machst du das. Aber wie komme ich jetzt an diesen Koffer da in der Badewanne ran? Boah, das ist keine Badewanne, das ist schon eher ein Jacuzzi. Ich glaube, den bekomme ich da nicht raus, oder? Hm. Jedenfalls fällt mir jetzt keine Möglichkeit ein. Falls ihr es wisst, dürft ihr es mir sehr gerne in die Kommentare posten, selbstverständlich. Gilt auch für alles andere, was ich verpassen sollte oder nicht checke. Was ist das denn? Was ist auch wahr, ich habe es zerstört. Und ich mache weiter. Ah, da gibt es sogar einen Edelstein für. Nice. Juhu. Der zweite der Etage. Was hat das für ein Geräusch? Ich habe so ein Knurren gehört, fast schon als wenn man Luigis Magen hört. Oder war das meiner? Gegessen habe ich noch nichts. Ich soll zurückgehen? Nö. Ganz und gar nicht. Aha. Ein Geist, wie er sich die Zähne putzt. Und den Arsch? What? Und jetzt zurück ins Maul, oder was? Das war bisher das Gruseligste in diesem Spiel. Digga. WTF? Kann ich zu ihm rein? Ich helfe ihm beim Abwischen. Okay, das ist das Zimmer eines Golfliebhabers. Wahrscheinlich gibt es noch einen riesen Golfplatz draußen. Oh, nee, der hat hier im Zimmer gespielt. Ja, kann man mal machen? Allerdings, das ist ja so ein großes Areal. Die haben ja so einen riesen Garten. Bestimmt gibt es da auch irgendwo einen Golfplatz. Wie es sich für ein 6-Sterne-Hotel auch gehört. Klar. Ne? Du jagst mir keinen Schrecken mehr ein. Diese Spielereien kenne ich doch alle schon. Okay, lasst uns mal den Koffer aufmachen hier. Okay. Hin und wieder zerplatzen die so ein bisschen komisch. Oh.
Oh nein. Diesmal wurde ich sogar fürs Erkunden bestraft. Kann ja wohl nicht wahr sein. Da ist nix. Und der Professor wieder. Ist mir egal. Also ich nehme mir jetzt die Zeit. Soll er jammern. Aber das ist ein bisschen nervig von Nintendo gemacht. Klar, die müssen sicher gehen, dass jetzt die Loops wissen, was sie zu tun haben. Oder Leute, die lange nicht mehr gespielt haben. Aber ja, komm. Finde ich schon ein bisschen unnötig. Kümmern wir uns nun um den ekligen Geist. Ist der noch da an Ort und Stelle? Naja, also gerade hat er noch geputzt. Ich habe ihn doch gesehen. Da steckt er sich unter der Dusche. Oder ist er jetzt ernsthaft weg? Ich denke schon, dass man ihn finden kann. Gibt es sogar Herzen hier? Wo bist du? Zeig dich! Ach, in der Toilette, oder? Würde ja auch passen. Dem ist nichts zu eklig. Lol. Nein, nicht Wasser haben, du sollst die Toilette öffnen. Etwa nicht? Okay, vielleicht kann man ihn wirklich nicht besiegen? Fände ich aber etwas schade. Dann ist es vielleicht nur so ein kleiner Witz gewesen. Aber trotzdem, muss ihn doch einsaugen können. Jetzt ist er wieder da. Also wenn ihr was wisst, schreibt es mir gerne. Wow! Okay, dafür können wir uns um die kümmern. Warte, warte, der hat eine Waffe, der hat eine Waffe. Kann ich die absaugen? Nein, zumindest nicht so. Dann machen wir es anders. Ich schnapp mir einen und schlag ihn auf die anderen. So, jetzt gleich nachsetzen. Beide auf einmal und down. Ah, ich glaube, es gibt sogar mehr Geld, beziehungsweise sogar Goldbarren, wenn man zwei oder mehr Geister auf einmal besiegt. Klar, Kombo-Punkte. Macht Sinn. Warte, in 506 waren wir gerade drin, ne? Dann kommt jetzt 507. Was ist denn das? Ach, die wurde gerade gemalert. Und nicht nur das, die halbe Tapete wurde abgerissen. Ja, bin eh kein Fan von Tapeten. Eine goldene Fledermaus! Komm her! Und gönn! Wow. Epic. Wow. Aber pass auf, Luigi, ich bin mir nicht sicher, ob wir die Farbe umstoßen sollten. Doch, sollten wir. Oh mein Gott. Und... Oh, okay, schade. Der Eimer geht einfach nur kaputt. Bisschen unrealistisch, ehrlich gesagt. Eigentlich sollte hier jetzt alles weiß gespritzt sein. Darfst du schüchtern? Ja, es ist mir... Ist mir genau in dem Moment aufgefallen. Der Kommentar wird jetzt am meisten in der Spalte stehen. Weiß gespritzt. Okay, okay, wir haben es verstanden. Oh. Das geht doch. Als ob hier nichts ist, erzähl mir nichts. Ja, 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 ja. Da ist ja der Schrank. Mit einer Perle. Ich glaube, die Perlen sind auch ziemlich wertvoll, weil die gibt es nicht so häufig. Die Goldbarren wurden, sag ich mal, ein bisschen entwertet.
Die sehe ich nämlich deutlich häufiger. In den anderen Luigi's Mansion Teilen, also vor allem im ersten, waren die noch recht selten eigentlich. Also da waren die schon ziemlich wertvoll. Also, aber ich kann es kaputt machen hier? Geil. Lasst uns einfach alles zerstören. Oh, ich sehe gerade, der Nebenraum ist mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet. Sprich, das wird dann wohl Professor Igits Zimmer sein. Und habe ich da gerade ein paar Fliesen aufgesaugt? Tatsächlich. Was ist hier denn los? Professor, halt's Maul! Jetzt sag ich's mal in aller Deutlichkeit. Wie komme ich an den Goldbarren ran? Ich glaube, wir können den Spiegel zerstören. Nee? Oder was anderes draufschleudern? Ja, safe, komm. Gib ihm. Lächerlich! Als ob der das übersteht! Kann ja gar nicht sein. Der Goldbarren, ich komme jetzt nicht mehr an den dran. Aber was ist das für ein Geheimraum? Moment, schaue ich mir gleich an. Ich versuche den rauszuschleudern. Das ist schon ein bisschen lame. Warum komme ich nicht an den ran? Verarsche! Doch, jetzt habe ich ihn. Aber es war super weird. Werkzeugkiste zerstören? Ja. Klar. Neben Schrauben, Muttern und Schraubenschlüsseln. Einige Goldbarren. Ist normal. So, aber was ist das jetzt bitte für ein seltsamer Geheimraum, bitte? Und dann auch noch in einem Bad. Ist das das Raum eines Spanners? Hat sich da einer eingenistet und das Zimmer immer nur an Frauen vergeben? Die Idee eigentlich... nein, das darf man natürlich nicht machen. Das ist schon crazy. Aber was soll es denn sonst sein? Hey, da oben! Das da oben sieht sogar so aus wie ein Film. Also als wenn er da alles gefilmt hätte. Also das wäre richtig krank. Aber hat es alles schon gegeben auf der Welt, Leute? Wäre nichts Neues. Ja, ich will noch den Edelstein haben. Vorher gehe ich sicherlich nicht raus. Yes. Ich glaube, 3 hatten wir noch nie in einer Etage, ne? Jetzt sind wir hier somit am erfolgreichsten. Wow. Verdammt, der Stuhl versperrt mir den Weg. Ich komme hier nicht mehr raus, Alter. Ah. Ja, war ein bisschen sperrig. Musste mich anstrengen, da durchzukommen. Aber hat ja geklappt. So. Erkundung läuft. Aber ich frage mich, wie viele unsichtbare Sachen ich schon übersehen habe. Weil die sind ja nicht immer ersichtlich. Die Stelle finde ich auch ein bisschen auffällig mit dem Spiegel. Nein? Oder hier, 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 hier. Da ist auch eine lockere Tapete. Und gebunkertes Geld. Jede Menge gebunkertes Geld. Wow. So, das ist Zimmer 508. Und da drüben sollte eine Sackgasse sein. Mit einem coolen Bild. Ja, mit den Münzchen. Alles meins. Meins, 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 meins. Und das kommt weg. Herzen. Alles klar. Mach noch eine kurze Überprüfung. Ja, und dann können wir eigentlich weiter. Bei dieser Lüftungsschacht hat der... Ah ja. Okay. Da kommen Geldscheine raus. Alles, was auffällig aussieht, sollte man genauestens inspizieren. Ich behaupte mal, unser aktueller Geldstand ist echt gut. Also, wir sind ja doch recht gründlich, ne?
Oh oh, ein Zimmermädchen. Allerdings ein Geisterzimmermädchen. The fuck? Du hast jetzt aber nicht geschwängert, oder? Also, naja, so mehr oder weniger. Wie dem auch sei, wir brauchen den Koffer! Oder hat sie vielleicht den falschen mitgenommen? Könnte ja sein. Das hier ist definitiv Professor Igits Zimmer. Wir nehmen alles auseinander, naja. Die ganzen wichtigen Forschungsunterlagen und Tränke und was er sonst noch so da hat. Alles futsch. Wir machen die Arbeit von Jahrzehnten gerade kaputt. Jetzt kann ich verstehen, wenn er sich gleich meldet und ausrastet. Schon assi. Yo! Das Preisgeld vom letzten Wettbewerb. Alles meins. Und im Bad? Wieder so ein Gulli. Oh shit, oh shit. Ich glaube, er hat's mitbekommen. Hey Luigi, entschuldige die Frage, aber ich war gerade kurz nicht an meinem Platz. Hast du meinen Koffer? Oh, nun. Was? Ein Geisterdienstmädchen ist damit abgehauen? Ist ja wohl die Höhe. Eine absolut inakzeptable Situation. Steh nicht so untätig herum. Nimm die Verfolgung auf. Ja, mach ich ja. Puh, er hat zum Glück nichts Hat er da wirklich eine Klopapierrolle aus Geldscheinen? Professor, ich glaube, Sie sind reicher, als Sie zugeben möchten. Ja, so sehen die Klopapierrollen von YouTubern aus. Läuft. Was war das für ein Mini-Anzug? So klein ist er auch wieder nicht. Alter, geil. Ich liebe die Details in dem Spiel. So top. Was? Okay, das ist ein bisschen gefährlich. Ziemlich gefährliche Apparatur. Der spinnt ja wohl. Das sollte alles aus dem Badezimmer sein. Jetzt haben wir hier noch diesen Koffer. Der nicht kaputt geht? Im Ernst? Okay, vielleicht kann ich mit dem das Fenster einschlagen, weil da scheint nämlich noch was zu sein. Muss ja einen Grund haben, dass der nicht kaputt geht, weißt du? Und hier kann ich dann noch die Vorhänge absaugen? Nö. Okay, ich probiere jetzt mal, das Fenster einzuschlagen. Ich bin mir fast sicher, das geht. Man muss halt jetzt richtig stehen. Das ist ein bisschen blöd, dass ich das schon hier hintergeschleudert habe. Ah, fuck. Es geht nicht. Ach so! Man kann da einfach so rausgehen. Ja, gut. Vielleicht sollte man immer als erstes die Tür probieren, anstatt alles zerstören zu wollen. Kann man die Pflanzen gießen? Ja. Gibt einen Edelstein, oder? Hallo? Ah, ja. Okay, ich dachte, das wäre ein Edelsteinrätsel. Aber leider doch nicht. Schade, schade.
So, was können wir denn da in dem Teleskop sehen? Gleich schaue ich nach. Bloß nicht umschmeißen. Da gibt es doch sicherlich auch noch irgendetwas. Wie? Alter, das ist nicht witzig, ja? Was ist denn das überhaupt für einer? Ist das ein Eisgeist? Der glitzert so. Ja, scheint so. Gibt's wieder Elemente in dem Spiel? Ach nein, das heißt, dass der einen Kristall hat. Okay, cool. Ich will trotzdem nochmal durchgucken, weil es war eine schöne Aussicht. Oh, das ist so geil. I love it. Echt schön. So, holen wir uns noch das Geld, was er da unter dem Bett gebunkert hat. Und dann suchen wir das Zimmermädchen. Die wird sich wahrscheinlich in den anderen Zimmern aufhalten. Da haben wir ja glücklicherweise schon gute Arbeit geleistet. Aber wie man diesen Koffer aufmacht oder ob es überhaupt geht. Keine Ahnung, Leute. Warum ist das Bett so ausgebeult? Als wenn sich da unten jemand verstecken würde, ne? Lüll? Warte mal. Okay, ich glaube, den Koffer kann man wirklich nicht aufmachen. Na schön. Dann suchen wir die Alte. Okay, das wird wohl nicht so einfach. Habt ihr die Schreckweg-Konzeptzeichnungen da hinten an der Wand gesehen? Nettes Detail. Na, verdammt, ich wollte zwei auf einmal. Nein, halt, 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 halt. Komm, komm, komm. Ich will sie beide auf einmal. Nummer eins. Wo ist der zweite? Da. Luigi, wackel nicht so rum. Und zack! Hab ich euch! K.O. Ja. Das lässt zumindest Goldbarren erscheinen. Sollten wir immer machen, wenn's geht. So, und jetzt die Verfolgung aufnehmen. Wo ist sie hin? Wahrscheinlich ist es so eine Art Verfolgungsjagd durch jedes Zimmer, oder? 7. Ah, da ist sie. Kann ich vielleicht den Koffer abschießen? Tatsache? Ja, das geht, Alter. Vielleicht kriegen wir sie noch in dem Part besiegt, aber da müssen wir uns jetzt anstrengen. Oh nein. Sie ins Nebenzimmer oder? Ja, doch, bestimmt. Aber cool. Gefällt mir. Ja, ich dachte mir schon, dass man da drauf schießen kann, wenn er so viereckig ist. Was ist denn los? Eine Kleinigkeit am Rande, die sich zu wissen lohnt, Luigi. Bei jedem Durchschreiten einer Tür wird dein Fortschritt automatisch gespeichert. Mit einer Einschränkung. Wenn du zu schnell zur nächsten Tür eilst, funktioniert das vielleicht nicht. 10 Sekunden sollten zwischen zwei Türen liegen. In der Geduld liegt die Kraft, sagt man zurecht. Bleib schön fleißig, so wie bisher. Okay. Seltsame Random-Information, aber danke. Nice to know. Okay, vielleicht funktioniert es jetzt anders. Ach, man kann sie sogar blenden, dann ist es einfacher. Ja, 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 okay. Obwohl, vielleicht kann ich sie auch einfach einsaugen, ich weiß nicht. Kann ich nächstes Mal probieren. Eventuell muss man das gar nicht so machen, wie ich das mache. Jetzt ist sie ins Bad. Ach, da haben wir den Zahngeist. Okay, jetzt können wir ihn einsaugen. Da ist er weg. Ja, aber, wo ist das Zimmermädchen hin? Ah, da nach links. Okay, also direkt ins nächste Zimmer. 505, das war das Äußerste. Also hier müssten wir sie eigentlich einsaugen können. Nice try.
Ah, okay. Man muss es so machen. Anders kann man sie nicht einsaugen. Wow, war das knapp. Ja, geht nur so. Okay, finde ich aber auch gut. Und hab ich dich. Jetzt kannst du bei mir putzen. Ist auch nötig. Tja, so ist das. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Was da drin ist, das checken wir im nächsten Part ab. Hinterlasst gerne einen Daumen, wenn es gefallen hat. Und abonniert den Kanal für mehr Luigi's Mansion 3.